So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wundert euch nicht über die Frisur. Ich mache gerade wilde Experimente, wie man sieht. Wir haben wieder mal Post bekommen. Und zwar diesmal das hier, ja. Das sind im Prinzip vier Dinge. Die vier Dinge wollen wir jetzt alle testen bzw. aufmachen, gucken, was da drin ist. Und ich habe letztens ja gesagt, ich habe die Freitag der 13. Box bekommen. Und dann ist also die hier, ja. Und da passen noch zwei Filme rein, die müssten jetzt da auch mitgekommen sein, dann können wir das dann noch vervollständigen. Jetzt möchte ich aber erstmal den dicken, fetten, großen Ramses-Karton aufmachen. Und was ich sehr cool finde, hier steht einfach 12 x 500 ml Cool Taste Fruit Drink. Produkt von den Philippinen. Okay, was war da denn los? Und dann hier, Guyabano Green Tea mit Calamansi, Mango oder nur Calamansi. Ich habe erst Calamari gelesen und dachte, da soll ein Tintenfisch drin sein. Es ist natürlich Mango. Und die Mango gucken wir uns jetzt mal an. Da weiß ich aber schon, dass das diesmal kein Fanpaket ist. Das ist eine Bestellung, die ist an mich adressiert. Das dürfte aber Pupsis Paket sein diesmal. Und zwar habe ich letztens ja was getestet. Das fand Pupsi unglaublich toll. Und so hat sie gesagt, das muss sie sich auch kaufen. Und da hat sie jetzt hier diese Bestellung aufgegeben. Und deshalb ist hier natürlich was drin. Wer kann logisch denken? Schreibt's rein. Asia Mover. Ja, deswegen sind auch Calamaris drin, genau. Was ist das denn hier? Besuchen Sie unseren Online-Shop. Im Online-Shop gibt es bestimmt viele tolle Sachen. Können da ja mal reingucken in den Online-Shop. Sonst haben wir hier schön so Knisterfolie drin, die gar nicht knistert, aber die Adi jetzt wärmt. Und dann haben wir das Herzstück. Hey, jetzt ist es auch noch falsch rum. Wir haben ein ganzes 5er-Pack von den Samyang Bulldog Cheese Nudeln. Ich habe nämlich die große Samyang-Serie gestartet. Immer montags teste ich ein Päckchen von den Samyang-Nudeln, weil ich jetzt 10 verschiedene habe. Und da habe ich als allererstes Käse getestet und Pupsi hat gesagt, boah, die schmecken so gut und die sind auch nicht so extrem scharf wie die Too Spicy. Trotzdem noch extrem scharf. Aber dieser Käsegeschmack hat ihr so gut gefallen, dass sie sich unbedingt ein 5er-Pack von den Samyang Bulldog Cheese-Nudeln bestellen wollte. Adi, was sagst du dazu? Passt, schnüffelt, schmeckt. Stellst du jetzt mal hier hin, damit du nicht abhauen kannst. Als zweites, muss ich auch mal scharf überlegen hier. Als zweites, ja, das mache ich als letztes auch. Als zweites mache ich das letzte auf, genau. Ich nehme jetzt hier die Amazon-Teile, weil die kann man einfach aufreißen. Da brauche ich auch keine Schere. Zieh mal das mal ab. Gucken mal hier rein. Und haben hier wusch, einmal Texas Chainsaw Massacre Part 2. Das ist der alte Film, remastered auf Blu-ray. Habe ich noch nicht gesehen. Ich kenne im Prinzip nur den von Michael Bay und The Beginning. Und gut, Texas Chainsaw 3D, 2D kenne ich auch. Und Leatherface hatte ich mir bestellt. Das fehlt mir natürlich. Die Filme sind bestimmt total trashig und richtiger Rotz, aber die will ich trotzdem unbedingt mal gesehen haben und ich dachte, für die Sammlung muss das einfach hin, denn diese Familie von den Hewitts, die sind so speziell, also die finde ich richtig genial. Habe ich mir jetzt hier bestellt, Texas Chainsaw Massacre Part 2. Ich sehe, der Ramses ist immer ein böser Junge, ist immer richtig heftig unterwegs, denn gleichzeitig haben wir noch The Texas Chainsaw Massacre und das müsste der allererste Teil sein. Das Original, der eigentlich Blutgericht in Texas hieß, habe ich auch noch nicht gesehen. Wie gesagt, nur die Neuverfilmungen. Das DVD, ach, Blu-ray ab 18, ungeschnitten. Früher waren die ja alle auch indiziert, beschlagnahmt, durften gar nicht auf den Markt gebracht werden. Jetzt mittlerweile werten sie euch das hinterher. Dann haben wir was anderes und zwar Haus der 1000 Leichen, Uncut. Den habe ich zwar schon auf DVD, Uncut, aber der hat so ein dummes Cover. Und da ist es eben nochmal neu rausgebracht worden. Sieht von der DVD, also von der Blu-ray,
von dem Cover einfach irgendwie deutlich besser aus, genau wie The Devil's Rejects. Jetzt habe ich da auch beide Teile in der Sammlung drin, umgeschnitten und eben nochmal neuer. Das heißt, ich könnte eigentlich Haus der 1000 Leichen, die DVD, jetzt wieder verkaufen, bei eBay reinsetzen, verschenken, wie auch immer. Ne? Seid ihr Horrorfans, schreibt es mal rein. Dann aber das nächste Amazon-Paket. Da sind gleich Sachen drin, worüber ich mich ärgern muss. Da bin ich aber selber dran schuld. Und zwar haben wir hier als erstes Halloween. Und das ist der letzte Teil, der überhaupt im Kino war. Im Prinzip, man könnte ja nicht mal sagen, eine Neuverfilmung, weil es setzt ja da an, wieder mit Jamie Lee Curtis und es geht immer weiter. Da war ich im Kino, da war ich mega enttäuscht. Aber ich musste mir den Film jetzt trotzdem kaufen, weil ich alle anderen Teile habe und damit die Sammlung auch vollständig ist. Und das ist ja auch nur der Einstieg in die neue Trilogie, die mit Halloween Kills dieses Jahr im Oktober weitergeht und dann Halloween Ends wohl alles beendet. Vielleicht sollte ich mir den auch in Ruhe einfach nochmal angucken, ein zweites Mal, vielleicht schneidet der dann besser ab. Denn der Michael Myers, der sah ja da richtig gut aus, ist ja gut dargestellt, aber mir waren da zu wenig blutige Szenen und Kills drin, obwohl das ja meistens kein Slasher war. Es war ja an sich eigentlich immer ein Horror. Dann haben wir hier Fast and Furious. Hobbs and Shaw, da war ich im Kino und das fand ich einer der besten Actionfilme mit. Vor allem dieses Duo, dieses Gespann von The Rock und Jason Statham hat mir sehr gut gefallen. Ist ein cooler Film auf jeden Fall, besser als Fast and Furious 9, den wir letztens geguckt haben. Das war totaler Rotz, vor allem weil ich bin kein Vin Diesel Fan, wie gesagt. Vin Diesel in jeder Szene, überall, yeah, yeah, Familie, yeah, yeah, Familie. Hat mir leider gar nichts gegeben. Mir haben diese charismatischen, sympathischen Charaktere gefehlt. Der Hobbs und der Shaw und alles. Dann habt ihr hier als nächstes, guckt euch das mal an, Texas Chainsaw Massacre, die Rückkehr, Uncut-Version mit René Zellweger und Matthew McConaughey. Das ist aber nicht der dritte Teil, weil jetzt haben wir ja 1 und 2. Das dürfte irgendwie der vierte Teil sein und da habe ich auch gehört, dass der vierte Teil der blödeste, der schlechteste, der dümmste auf der ganzen Welt ist, aber ich fand das Cover cool und den habe ich noch nicht gesehen und wie dumm der ist, muss ich mir eben noch angucken, deswegen habe ich den mitbestellt. Den dritten habe ich leider gar nicht gesehen, der fehlt jetzt noch, der dritte alte Teil fehlt, mal schauen, ob der noch irgendwo herkommt. Dann aber hier Fast and Furious 8. Da war wenigstens noch The Rock dabei. Dazu möchte ich aber gleich noch was sagen. Denn hier haben wir Halloween Resurrection. Was habe ich gesagt? Ich habe alle Teile. Dazu gleich mehr. Die zwei lege ich kurz extra. Dann haben wir hier noch The Hills Have Eyes. Da habe ich auch Mediabooks gehabt vom ersten Teil, vom zweiten Teil. Die waren dann auch limitiert. Die gingen richtig gut weg, habe ich verkauft. Und seitdem habe ich gesehen, dass es wieder fast unmöglich ist, normal irgendwie ungeschnitten noch an die Filme ranzukommen. Mittlerweile kann man den ersten Teil einfach so wieder kaufen. US-Version, okay, ist hoffentlich nicht geschnitten, denke ich mal. Aber den zweiten, keine Chance. Genauso wie Wolf Creek Teil 1 und 2 hatte ich die Mediabooks, habe die verkauft. Gutes Geld gemacht, nachdem ich sie gesammelt habe, aber ich komme jetzt da nicht mehr ran. Du hast überall Wolf Creek, die Serie, jede Staffel davon, aber du kommst nicht an den Rest ran. Also den zweiten kriegst du wahrscheinlich sogar noch eher als den ersten, was mich alles ein bisschen wundert und ein bisschen wurmt. Jetzt haben wir hier Freitag der 13. Normalerweise kauft man sich so neue Filme immer als Blu-ray, aber weil alle anderen Filme auch DVDs sind, muss ich den natürlich auch als DVD nehmen und das ist das Remake, wo alle sagen, das ist der beste Teil, weil der mit den neuzeitlichen Mitteln jetzt einfach richtig gut umgesetzt wurde. Packen wir also hier rüber zu der Box, machen kurz hier das letzte auf, damit ihr seht, was da noch drin ist. Einmal hier geschlitzt, einmal da geschlitzt, einmal hier vorne quer durch. Ja gut, so sollte das jetzt wahrscheinlich nicht sein. Egal, das machen wir jetzt auch hier auf. Haben wir hier wieder lauter Papier. Und wenn das Papier raus ist, habt ihr noch eine DVD übrig. Und zwar His Name Was Jason. 30 Jahre Freitag der 13. Die ultimative Retrospektive zur bahnbrechenden Horrorserie. Kommentiert von Special Effects Legende Tommy Savini.
Ich habe ja gesagt, mir fehlen noch zwei DVDs in der Box. Und das sind genau die zwei DVDs, die dann noch in die Box jetzt reinkommen, dass sie wenigstens vollständig ist. Das Remake und eben diese Dokumentation. Es gab noch eine andere Dokumentation, Crystal Lake Memories, aber die hat dann 60 Euro gekostet mittlerweile. Deswegen habe ich die weggelassen. Jetzt möchte ich noch kurz was zu diesen zwei Filmen sagen. Fast and Furious 9. Wäre natürlich zur Vollständigkeit, müsste man sich holen, habe ich extra weggelassen. Weil da weiß ich ja, der Film, da war ich jetzt drin, hat mir nicht gefallen. Nee, ergibt gar keinen Sinn, weil Halloween, habe ich gesagt, hat mir nicht gefallen, habe ich mir trotzdem geholt, dass die Sammlung vollständig ist. Bei Fast and Furious sage ich, hat mir nicht gefallen, lasse ich weg. Bei Fast and Furious habe ich aber nie Wert drauf gelegt, die Sammlung zu haben. Die Filme habe ich geguckt und habe dann immer gedacht, ist okay. Als aber dann The Rock mitgemacht hat, habe ich gedacht, die müssen jetzt aber in diese Rock-Sammlung. Ich habe also keine Fast and Furious-Sammlung von 1 bis 9, wo dann noch 10 und 11 dazukommen. Ich habe eine The Rock-Sammlung. Deswegen lege ich keinen Wert auf Teil 9, lege aber Wert auf Teil 5, 6, 7 und 8. Das Problem ist aber, ich habe Teil 5, 6, 7 gefunden. Hab gesehen, aha, den 8 habe ich nicht, den bestelle ich mir noch. Aber als ich den bestellen wollte, stand einfach dort, sie haben diesen Artikel bereits am so und so vielen bla 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 gekauft. Und ich dachte, nein, ich habe den schon bestellt bei Amazon und ich finde ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, wo der ist, keine Ahnung. Deswegen musste ich den jetzt nochmal kaufen, was total dumm ist und einfach nur Geldverschwendung. Das gleiche übrigens auch hier für den. Den habe ich nämlich auf DVD gehabt. Die DVD war richtig kacke, sah doof aus. Das hat zwar das gleiche Cover, sieht aber besser aus. Ich habe alle Halloween-Teile gefunden, bis auf Resurrection, obwohl ich den auf DVD hatte. Hab gedacht, komm, bestellst du dir halt die Blu-ray, ist auch nicht so teuer, passt zum Rest. Und dann steht bei der Blu-ray einfach dran, sie haben diesen Artikel bestellt am so und so vielen. Also selbst den habe ich nochmal nachbestellt und neu bestellt auf Blu-ray. Und finde den auch nicht. Das heißt, den und den, die zwei habe ich mir jetzt neu gekauft, obwohl ich die eigentlich schon mal gekauft wieder habe und die irgendwo verschollen sind, was total scheiße ist. Denn, ja, keine Ahnung, ist, ihr kauft euch ja nicht GTA und dann macht ihr die Hülle auf und dann, oh, wo habe ich denn jetzt das Spiel hingelegt? Ach, ich kaufe es mir einfach morgen nochmal. Ist ja Quatsch, macht man ja im Normalfall nicht, ja. Jetzt möchte ich aber hier die Freitag der 13. Box nochmal aufmachen kurz. Ich möchte mir das anschauen, ob das jetzt dann so passt, wenn ich die wirklich hier drinne habe, die ganzen Teile. Wenn ich jetzt einfach Freitag der 13. noch hier dazu packe, das Remake und dann noch diese Dokumentation, His Name Was Jason, die noch reinpackt. Und jetzt seht ihr, es sind im Prinzip alle Plätze ausgefüllt. Ihr habt Teil 1 bis 11. Das Remake und die Dokumentation. Diese Box ist jetzt also voll, obwohl hier immer ja noch das Problem ist, dass Freddy vs. Jason zwei Discs hat und die zwei Discs da drin rumfliegen. Was auf jeden Fall nicht gut ist, weil die dadurch zerkratzen. Und der Jason X auch rumfliegt. Aber gleichzeitig beim Jason X noch Plastikteile mit rumfliegen. Als ich die Attitude Era DVD bestellt habe von der WWE, habe ich da auch gesehen, da fliegt Plastikzeugs drin rum, habe ich direkt wieder umgetauscht. Aber das war ja von eBay Privatkauf, glaube ich nicht, dass das geht. Ich werde den Verkäufer trotzdem mal anschreiben, wer das sagen. Er wird bestimmt sagen, das war noch nicht, das ist erst durch den Transport mit der Post entstanden. Aber ja gut, wie weist man das jetzt nach? Wer hat da jetzt Schuld? Ist ein bisschen ärgerlich natürlich, muss ich eh aufmachen, muss mir das mal angucken. Wenn nicht, muss ich eine andere Hülle dran tun, solange die Disc noch nicht zerkratzt ist und solange das Cover da ist, wird das halt ausgetauscht. Einmal in den sauren Apfelbeiß. Ei! So, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.